So, da sind wir schon wieder. Bei genau dem gleichen Beginn wie sonst auch, außer beim letzten Vlog, da war es anders. Es geht nämlich genau los wie sonst auch und ich bin sehr hyped auf den Tag. Ich freue mich so doll. Und ratet mal, welche Gang sich verabredet hat zum Fahren und alle haben Zeit, alle haben Zeit, alle haben Zeit. Genau, wir nämlich. Heute wird Timmy, den ihr schon von ganz entfernten Vlogs kennt. Timmy wird heute zum ersten Mal John kennenlernen. John ist der letztens mit uns auf dem Tuning-Treffen war, der super korrekt war. Grüße gehen nochmal raus an John. Und Pascal und Elias, die beiden, mit denen ich fremd gefahren bin, also die zwei Fremden, die ich von Instagram getroffen habe, kommen dazu. Dann fahren wir zu fünft. Mit fünf Mann. So ist zumindest der Plan. Dann fahren wir mit fünf Mann zusammen zu 45 über 0. Ich war da noch nie. Ich kenne das bisher nur aus Erzählungen, aus Mythen. Und zwar ist das ein Biker-Spot in Berlin. Also nicht in Berlin, sondern so ein bisschen außerhalb von Berlin. In Brandenburg würde ich fast eher sagen. Und da wird John uns rumführen, denn John war da schon mal. John hat da Erfahrung und wie immer bin ich natürlich der Erste, Digga. So eine Scheiße. Ja, okay, dann warten wir hier wieder auf die Jungs. Und John meinte, dass 45 über 0 heute richtig voll sein wird mit sicken Bikes, weil halt Sonntag ist und wirklich super geiles Wetter. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Weil ich wollte ja schon mit den Jungs allein hinfahren. Das habe ich, glaube ich, sogar in den letzten Vlogs, falls wir das reingeschnitten haben, gesagt. Jetzt fahren wir zu fünft als Gang dahin. Das wird verdammt geil. Ich bin verdammt, verdammt hyped. Ich freue mich so sehr. Mal gucken, wann die Jungs ankommen. Warum bin ich eigentlich immer der Erste? Ich überlege ja, ob ich reingehe und mir ein Sandwich hole. Ich habe noch 5. Ja, fuck, Digga. Ich habe 5 Euro. Ich habe 15 Euro Trinkgeld heute beim Zeitungen austragen bekommen. 15 Euro. Oh Gott. Hallo. Ich würde ein belegtes Brötchen nehmen. Das hier vorne direkt, das dreieckige. So. Dankeschön. Können wir 3 Rückgeld machen? Also nicht 3-1, das wäre super, dass sie den 1 Cent behalten, wenn das okay ist. Sehr gerne, schönen Tag noch. Geil. Da kommt Timmy, der Ehemann. Ich habe mir noch ein Brötchen geholt, wir müssen, glaube ich, eh noch kurz warten. Was läuft, was läuft? Was hast du dir geholt? Ein Brötchen, ich habe noch nichts gefrühstückt heute. Ich habe noch gar nichts gegessen. Guck mal, da kommt John. Das ist John. John sehr korrekt. John wirklich richtig geiler Typ. Was läuft, was läuft? Oh Gott, Alter. Da kommen die Ärzte. Ich muss mir diesen Monat, wenn ich mir Sehner hole, hole ich mir auch so eine Sturmhaube. Bah, Junge. Hättest du nicht nach da spucken können? Nee. Einfach vor die Bikes, oha. Ich fahr vor dir. Ich fahr vor dir. Okay, wir sind back on the road. Wir haben uns alle getroffen. Alle verstehen sich, alles ist gut. Wir sind mittlerweile so viele, dass wir 2 Fahrstreifen besetzen dürfen und können, ohne dass es Stress geben sollte. Weil, what the fuck? Juckt mich doch nicht, Alter. Nein, 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 ich komm nicht los. Du weißt, wie das endet. Hör auf. Finger weg. Finger weg, Alter. Hier. Die ganze Fünfte ist eine Scheiße. Hör mal auf jetzt. Ja, das ist halt geil, Digga. Was soll ich sagen? Es ist halt wirklich zu wild. Ich habe meinem Cutter extra gesagt, ey, ich versuche in den Videos weniger random anzufangen zu reden, weil er muss halt wirklich immer diese, keine Ahnung, 2 Stunden, 1,5 Stunden Dateien, die wir fahren, die muss ja immer komplett runterscheinen. Die muss er sich komplett angucken, weil ich immer random irgendwo anfange zu reden. Und ich habe gesagt, ey, wir müssen es einfacher für dich machen. Das dauert ja sonst Ewigkeiten, bis du das durchgestöbert hast, wo ich rede und wo nicht. Aber sowas wie hier, guckt euch das an. Das ist die Gang. Die Gang, Gang, Gang. Und wenn wir jetzt auch alle Sehner haben und miteinander reden könnten, wäre das halt nächsten Monat. Nächsten Monat, Jungs. Ich hoffe, dass das Mikrofon heute geht. Im letzten Vlog, ihr habt es mitbekommen, das Mikrofon ist einfach ausgefallen. Ich glaube, das lag daran, dass die GoPro zwischendrin aus war und ich sie dann neu angemacht habe und sie dann irgendwie das Mikrofon nicht mehr als Hauptding genutzt hat oder so. Aber ich hoffe, dass heute alles glatt geht, weil wenn ja, dann wäre das wirklich ein richtiges Träumchen. Hallo. Hallo. Du kannst sie auch hier noch verstellen, gucke. Ja,
Er hat gerade deine Fußraste rausgemacht. Andere Nein, er war das, Alter. Ja. Ey, ey, ey. Finger weg. Lass jetzt. Ich hau euch alle einmal rein, Alter. Man hört nur so von der Seite, trotzdem laut meint man nur so, wie er richtig sich freut, Alter. Wie er richtig am Lachen ist, Digga. Geil, wir fahren jetzt über eine Schnellstraße, also das mit dem gleich da sein war doch nichts. Da ist ein Flugzeug, Digga, das landet. Wir sind also neben irgendeinem Flughafen, keine Ahnung wo, war ich noch nie. Und hinter uns ist ein Biker mit einer Freundin, mit einer Süßen, hinten drauf. Ach Gott! Ach, hier ist 45 über 0. Okay. Alles klärchen. Okay. Oh. Ja, okay. Verstehe ich. Na, er soll erstmal nachher. Mach mal aus! Ach so. Ich hab's einfach an. Ist mir doch egal. Wo willst du hin? Jungs, ich muss eh schieben. Ich bin eh zu klein zum Rollen. Alter. Ist hier so, warum sind hier so viele Menschen? Jungs, ich stelle mich mal hier hinten ran, ja. Oh, mein Schlüssel hängt noch. Nee, doch nicht. Ja, Jungs, ich bin gar nicht hinterhergekommen, Alter. Weiß ich nicht, meine hat so langsam beschleunigt hinten dran. Ich dachte mir so, hä, wo bleibt ihr denn? Ich war einfach so weit hinten, es war schlimm. Was steht denn? Warum ist hier so viel los? Ich habe richtig Angst, das auf YouTube hochzuladen. Weil ich nicht weiß, ob das hier so ein Private Spot ist, aber boah, Dicker. Also die Rückseite ist mies ekelhaft, aber oh, verdammt. Oh, guck mal, die Tausender fährt los. Oh, Alter, das ist ja so geil. Ich glaube, ich habe einen Ständer. Ich habe richtig, fühle ich. Boah. Ja, weißt du, was mir hier fehlt? Eine schmackhafte R1, Digga. Ich habe jetzt schon zwei Ducatis V4 gesehen und noch keine R1. Oh, Digga. Guck mal, hier sind sogar überall Steine im Boden. Für die Ständer. Ist ja geisteskrank. Ist halt verdammt geil. Was ist das hier, Digga? Guck mal, und die chillen hier auch alle einfach. Und reden miteinander und so. Das ist ja geistesgestört. Boah, Junge, was fährt denn hier auf? Oh, Alter. Hey, Digga! Hey! Ich glaube, ich stehe ein bisschen im Weg. Ja, habe ich auch das Gefühl. Warte mal, wir müssen mal hier weg, glaube ich. Digga, ich muss auf Claire warten. Ihr müsst auf mich alle warten. Kaum einer von euch kommt raus ohne mich, außer er. Hallo, was steigst du denn schon auf, Junge? Warte doch mal kurz. Ich will mir noch die Bikes angucken. Guck mal, da steht eine schwarze BMW 1000. Können wir jetzt weiter? Alter! Digga! Digga, ja. Scheiße, meiner ist noch im Rucksack, Digga. Warte ganz kurz, ich hol kurz meinen eigenen. Kannst du auch gleich meinen nehmen für deine, oder? Nein, hör auf damit, Junge, du machst das Schloss kaputt, Alter. Nein, natürlich nicht. Alter, könnt ihr mal runterkommen kurz, bitte? Ich will mir das kurz angucken, Alter. Die BMW Doppel-R an, Alter. Jetzt sind hier auch schöne Sportler und es wird ein bisschen weniger los. Wunderschön, ich habe noch nie so viele Motorräder gesehen. Guck mal, die pinke. Die pinke ist geil. Das ist ein richtiges Treu-Motorrad. Guckt euch mal den an, guckt euch mal den Sitz an. Boah, die ist mies. Also ist nicht mein Fall, ich bin eher so Sportler-Typ. Aber die kommt auch böse und der Helm ist auch richtig geil. Boah, sehr sick, sehr sick. Jungs, geil, danke, dass ihr so auf mich wartet. So, back it again. Die Jungs wollten jetzt sehr schnell los, weil das Wetter ist sehr bescheiden geworden. Ist ein geiler Spot, kann man nicht leugnen. Ich hab ein bisschen Angst vor den Leuten da, Alter.
Der eine sah gerade schon sehr sauer aus, als ich da mit der GoPro stand, weil ich habe mir ja die Motorräder angeguckt. Und er meinte so, ja, Digga, du musst die Kennzeichen soll ich unkenntlich machen. Und der sah dabei nicht sehr begeistert aus darüber, dass ich gefilmt habe. Hoffen wir mal, dass es nach dem Video keinen Stress gibt. Mann, warum bin ich denn immer so weit hinten, Digga? Ich fahre immer der Letzte. Ich bin immer der Allerletzte. Oh, fährt dann der R1? Nee. Oh. Das waren schöne. Achtung, Achtung, Achtung! Junge. weiß ich auch nicht. John will ihm jetzt zeigen, dass sein Motorrad knallt. Knallen kann. Ja, der fährt auf jeden Fall 30. Er hat einen SC Project Auspuff. Der klingt aber nicht so geil. Digga, hat der gerade einen Touring? Der hat einen absoluten Wheelie gezogen gerade. Glaubt, ich kann hier hinpullern kurz? Ja. Jungs, guckt mal weg. Jetzt muss mein Cutter wieder meinen kleinen Pullermann im Schnitt angucken. So eine Scheiße. Jetzt. Der kriegt die niemals geknallt. Wie man so runterklappern hört. Ja. Ich habe jetzt, also, einen Knall habe ich jetzt nicht gehört. Ja, das wissen wir. Wissen wir. Ist gut, dass du es nochmal sagst. Ja, du kannst auch mal probieren, aber ich glaube, du bist ja gerne. Ich habe noch nie eine andere Maschine gefahren. Oh, viel Spaß. Oh nein. Nicht das deine fahren, oder? Was? Nein? Ich fahr deine. Ich brauche meine Handschuhe. Das ist meiner. Guck mal, du fährst mal. Du wickst ja, gib mir meinen zweiten Handschuh. Ah ne, das. Du bist gerecht. Ich bin nicht so der Mensch, der andere auf sein Bike lässt, weißt du? Ja, aber ist das wirklich so, Digga? Was? Denkst du, ich mach einen Unfall? Nee, ich vertrau dir, komm hier. Hä, hallo? Aber lass dich vorher umarmen, John, komm her. Okay. Komm her, ich vertrau dir jetzt, ja. Pass auf dein Bike, Digga. Oh, jetzt höre ich mein Bike zum ersten Mal von außen. Ich habe nur bei der Werkstatt bisher das von außen gesehen. Oh, verdammt. Ich muss das filmen! Nein, du Wichser! Oh. Boah! Digga! Die ist aber von weit weg, ist die lauter als Elias, oder? Junge, wie geil ist denn das? Ist das bei euch auch. Also, ist das, hört sich das aus deiner Sicht auch so geil an? Boah! Keiner hat gefilmt, glaube ich. Das war sein Problem. Oh, Digga! Ah, er fährt noch ein bisschen weiter. Ja, okay, das war's dann auch mit meinem Motorrad, Digga. Ich hab aber eine neue jetzt. Ja, geil! Hat das Schlüssel, ja, easy. Darf ich deine dann trotzdem mal fahren? Ja. Das ist Vlogmaterial. Oh, Digga, man hört die jetzt schon. Digga, geistesgestört. Sorry, nochmal was? Was mit ist mit meinem Hinterrad? Dein Hinterrad kam mir gerade ein bisschen quer. Beim Bremsen gerade. Ach so. Ja, das kann gut sein, Digga. Ich will Elias mal fahren. Elias, ich fahr deine mal. Hat sie gerade geknallt, als ich vorbeigefahren bin? Ja, aber nicht richtig, ne? Ey. War nur so ein sanftes. Hinten waren die Krankenfehlzündungen, Digga. Du musst mal. Das haben wir gehört. Du musst mal aufpassen jetzt. Hä, oha, wie tief ist denn deine, Digga? Das hat voll komisch angefühlt, die Kupplung. Also, das weiß ich warum. Digga, ich muss bei dir auf jeden Fall gut hochziehen, Digga. Ja, eigentlich gar nicht. Du musst nur die. Hast du einen Gang drin? Ich komme jetzt bis zum Ende ziehen. Digga, bei dir ist auch echt. Ja. Meine wackelt aber auch krass. Aber ja, oh Gott, die wackelt. Die wackelt ordentlich, Digga. Ja. Oh Gott, wie schaltet denn die? Bist du doof? Du musst doch die Kupplung ziehen. Ja, ja, für Leerlauf, oder? Da brauchst du eigentlich die Kupplung nicht, oder? Oh, aber Digga, ja. Warum ist denn deine Öllampe an? Das ist immer, wenn man die anmacht. Ach so, okay. Darf ich hochdrehen? Ja, ne? Ja? Darf ich hochdrehen? Ja, nicht so. Also, geht nur bis 10,5. Okay.
Aber sehr unbequeme Sitzposition hat er. Also die Sitzposition taugt mir gar nichts. Oh, oh Digga, ist die laut. Du kriegst keinen Knaller raus, hast aber recht. Ja. Außer der DB-Killer ist recht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Digga. Die kommt ja nochmal nach, hättest du mir sagen müssen. Ja, der Ständer ist ein bisschen Kummer. Oh. Sorry, Alter. Mann, das fängt erst in 2-3 Stunden an. Da hinten regnet es schon. Ach Quatsch. Quatsch. Ja. Digga, ja, warte, die kommen wieder. Digga! Ach du Scheiße! Willst du? Ja. Nimm dir. Aber pass auf, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, meine Sitzposition ist wesentlich bequemer, finde ich. Okay. Als deine und die Kupplung ist halt wesentlich weicher. Ja, bei mir und Schaltung ist auch viel, viel weicher. Ist viel, viel weicher. Der Sitz ist voll hart. Echt? Weiß ich nicht, ich finde den angenehm, aber ich habe mich auch dran gewöhnt, ne, ich habe bis jetzt keine andere Sportler groß gefahren. Das ist eine YZFR. Ich sag auch mal seinem Freund Hallo. Was läuft? Schöne Kamera. Hast du die Halterung? Oh. Ich hab die andere, habe ich ja. Ey Digga, also keinen Unfall damit bauen. Puh. Ich glaube, es hat ihm gefallen. Wir gehen jetzt los, es fängt an. Ja, ich fahr mit. Fahrt ihr los? Ja. Das macht keinen Spaß. Keine Lust. Okay. Warte, dann komm ich mit, Jungs. Ihr seid die Gang. Also schade wegen seinem Kumpel, Alter. Digga, aber jetzt... Ja, alles gut. Ehrlich, macht schon Spaß. Ja, klar. Also mit den Fehlzündungen auch. Mhm. Digga, aber wenn man losfährt, ne, Digga, das hört ja so komisch an. Echt? Also das Ding ist, weil du hast so dieses so... Also wie so ein Elektromotorrad gefühlt. Ja, genau, dieses Summen, ne, hier vorne. Ich finde das geil, Alter. Yo, John, Alter, die wollen gleich los. Ja. Also ich fahr auch mit, weil du weißt. Hast du das selber hier alles rangemacht? Was? Ja. Das hier? Ja? Ich hab meine Fake-Sticker aus jetzt gemacht. Und? Ja, das, ja. Mit Edding, oder? Oder rangeklebt? Rangeklebt, ne? Ja. Digga, wahrscheinlich mit Edding, Digga. Ja, Digga, der Philipp, den wir gesehen haben, der hat das alles mit Edding gemalt. Ah, Digga, der Typ ist auch gut. Sehr geil. Das sind die Bullen wegen meinem Kennzeichen, Alter. Ja, okay, das stimmt. Die ist echt ein bisschen sehr laut. Aber konntest du das im Set kaufen oder musstest du es anfertigen lassen oder so? Nee, das ist fertig. Ja. Kannst du für deine auch kaufen? Gehst auf Radical Racing, guckst dir das Dekor da an. Hm? Gibt es auch verschiedene Farben, gibt es in Neongelb, in Rot, in Blau oder halt Weiß. Ja. Na, für mich jetzt nicht, aber sieht schick aus. Und dann klebst du es ran. Geil. Ist überhaupt ein DB-Killer drin? Ja, na klar ist da ein DB-Killer drin. Alles legal, haben sich die Bullen angeguckt. Komplett legal. Ich noch mehr Zeit, ja, Junge, ich hab ja auch noch... Oh, Digga. John, die haben es echt eilig, wir fahren jetzt los, ja? Kommst du noch mit oder fahrt ihr zusammen noch ein bisschen? Wir werden jetzt gleich zurückfahren mit euch mit, aber ach so. Wir fahren dann bis 45. Ja, alles entspannt. Machen wir. Die fahren noch mit zu uns zurück, aber die fahren zu 45, wir fahren weiter. Jungs, ich fahr schon mal vor, ich dreh ein paar Runden, ja, bis ihr losfahrt. Ey, Bro, es freut mich immer wieder mit dir zu fahren. Mich auch mit dir, John. Ich werd, also wir fahren jetzt mit bis 45, wir fahren aber links wieder rein. Dann. Ja, alles entspannt, wissen wir Bescheid. Digga, da war eine R1! Och Mann, warum ist nie jetzt da, Digga? Da war einfach eine R1! Oh,
mein Leben, Mann. Das ist auch geistkrank. Guck mal, wir fahren jetzt einfach mit 6 Motorrädern hier. Also die anderen, also 2 biegen jetzt gleich ab. John und so biegen jetzt gleich ab und fahren wieder zu dem Spot, wo wir gerade waren. Und wir fahren jetzt schon nach Hause, weil den Jungs wird es zu regnerisch. Gebe ich auch recht. Jetzt langsam kann man auch nach Hause. Oh, es macht schon echt verdammt viel Spaß, auch wenn es jetzt anfängt zu regnen. Ja, ich würde sagen, war ein geiler Vlog, war ein geiler Tag. Hat wieder richtig krass gebockt. Vor allem bis jetzt da, das fand ich am geilsten. Und auch schöne Bikes, die da bei dem Spot standen, wo wir waren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Jungs. Es fängt jetzt aus Kanten an zu regnen. Drückt mir die Daumen, dass ich glücklich nach Hause komme. Wird aber alles gut. Und lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Schreibt mir gerne, ob ihr das cool fandet, dass wir da gefilmt haben. Ob das uncool ist. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.